Also die künstlerischen Gene bei dir, die liegen in der Familie? Ja, ganz, ganz, ganz klar. Also das, was wir sonst oft hier erleben bei Unter vier Augen, dass fast alle Gäste erzählen, die Eltern haben alle gesagt, du wirst nicht Musik machen, du wirst nicht Schauspieler werden, lern was Anständiges. Ja, das war natürlich. Das, also, das wäre natürlich schöner gewesen. Das begabtes Kind, was man ja angeblich war, sollte dann auch in der Schule gut sein. Und es war ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr gut, weil es sich dann nur noch um die Dinge gekümmert hat, die es dann wirklich machen wollte. Aber sie haben es dann akzeptieren können, als sie sahen, da passiert auch wirklich was. Also wie gesagt, ab Prometheus lief es dann in so eine Richtung, da konnte man sich vorstellen, aha, der hat eine Vision, der will irgendwo hin, und dann soll es eben die Schauspielschule sein. Und das haben wir dann eben auch versucht. Mhm. Dein Vater war aber, glaube ich, eigentlich nicht in einem künstlerischen Beruf. Nein, aber das ist ganz lustig bei dem, es ist immer so eine Mischung in unserer Familie. Also mein Onkel war auch an der Oper, der war bei den, wo sie die Bühnenbilder machen, der Leiter der Kulissen, der Werkstätten, der Leiter der Werkstätten war. Und der Großvater, der hatte ein Farbengeschäft, hat aber gleichzeitig auch immer die Kreuze geschnitzt, die dann auf die Friedhöfe kamen. Also es war so eine Mischung. Und mein Vater ist Messingenieur beim WDR gewesen, hat dann aber, als er in Rente ging, hat er Goldschmied gelernt. Also, der hat noch eine Lehre gemacht? Hat er noch eine Goldschmiedlehre gemacht. Mit dem Beginn seiner Rente? Ja, ist dann Goldschmied geworden. Was ich ganz lustig finde. Und meine Mutter arbeitet seit Urzeiten im Museum. Also es sind irgendwie die Dinge so ganz anders. Mhm. Also in der Richtung sind alle besetzt. Insofern war das also für dich dann kein Problem, diese künstlerische Laufbahn einzuschlagen. Aber vor die Bühne haben die Götter ja die Schule gesetzt. Manchmal, ja. Und das war dann, glaube ich, du hast es schon durchblicken lassen, nicht so dein Fall. Doch, es wäre es bestimmt gewesen. Es ist es nicht geworden. Es ist ein anderer Weg geworden. Also es gibt natürlich im Künstlerischen ja immer, also es gibt natürlich, es ist kein Lehrberuf. Man kann den Weg der Schule gehen, man kann auch andere gehen. Wir wollten den der Schule gehen. Also Hella und ich hatten uns dann schon gefunden in der Studiobühne der Universität. Da hatten wir dann auch noch weitere Sachen zusammen gemacht auch. Ich habe da Salome von Oscar Wilde gespielt. Hella spielte die Hera in Hephaistos, und da kamen wir zusammen und haben uns direkt gleich sehr geliebt und dachten, dann fahren wir auch zusammen zur Schauspielschule und da bewerben wir uns und dann sind wir auch los und dachten, was für eine schöne Idee, wir sprechen gleich zusammen vor, dann nehmen die uns auch zusammen und was machen wir dann? Natürlich die Balkonszene aus Romeo und Julia, und lustig wie wir sind, dann nehmen wir die auseinander und packen alles in verschiedene Genres, dann machen wir das als Volkstheater, als Boulevard, als Musiktheater. Und ich glaube, wir sind nur bis zum Volkstheater gekommen. Dann war es schon vorbei, dann wurden wir schon abgebrochen. Die wollten keine Menschen zusammen, die wollten natürlich einzelne Geschöpfe, die sie noch formen können. Da kamen zwei und waren schon zusammen lustig und waren fest davon überzeugt, dass sie das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch schon beherrschen. Also das kam dann nicht so weit. Und da mussten wir noch was mit Kleist machen. Da hatte ich wieder eine lustige Idee und habe einfach, weil er ja auch Journalist war, habe einfach eine Zeitungsmeldung von ihm verlesen. Eine nicht sehr kluge Entscheidung auch. Und dann war es mit dem Vorsprechen vorbei. Hella ist dann noch ein bisschen weitergezogen, die war tapfer. Die hat, glaube ich, noch 6 Vorsprechen gemacht. Ist aber auch nirgendwo genommen worden. Und dann sind wir einfach in dieser freien Theaterszene in Köln sind wir geblieben und sind da unseren Weg gegangen. Und ich bin dann ja doch irgendwann über viele, viele Umwege, bin ich dann Ende der 80er, bin ich dann, also ist ja gar nicht so weit auseinander, also innerhalb von den nächsten 9 Jahre später war ich dann doch im Schauspielhaus, im Ensemble unter Herrn Krämer und Herrn Fischer und hab da dann. Warst auch mal in München an den Kammerspielen? Das war dazwischen. Dazwischen kamen ganz viele freie Produktionen. Da kam Kindertheater, kam Improvisationstheater mit der Springmaus. Da kam auch schon mal eine Produktion an der Oper. Da habe ich den Puck im Sommernachtstraum gemacht von Benjamin Britten. Da gab es eben dieses Stück von Peter Radke, Nachricht vom Grottenholm, zum Nachmittag im Leben eines Behinderten, was er bis dahin nur selber gespielt hatte als Behinderter. Und ich war der erste nicht behinderte Schauspieler. Das war hier an den Kammerspielen. Und ach, da war ganz viel. Da war die Geierwalli zwischen mit Bockmeier. Da waren wir, glaube ich, ganz, ganz lange hier im Ari auch immer wieder. Mhm. Das, was später dann die Vroni Ferres auch gespielt hat, die Geierwalli, das war dieselbe Produktion. Und ja, ganz viel. Sag mal, an der Oper, Benjamin Britten, das ist ja jetzt also auch nicht gerade so. Was musstest du da auch großartig singen? Na, der Puck ist eine zwar notierte, aber nicht gesungene. Das heißt, er hat kleine Kreuzchen, aber er muss natürlich zur Musik sprechen. Mhm. Das war sehr schön, es war auch toll, weil es war der Assistent von Britten, war der Dirigent, Stuart Bedford. Große Besetzung, Paul Eswood war der Oberon. Und also für mich wunderbar. Und das Schöne war, da passierte nämlich eine sehr schöne kleine Sache bei der Premiere. Ich musste zur Musik eben sprechen. Das heißt, ich kam mit meinen ersten
beiden Sätzen kam ich auch so, ich hatte so ein schönes kleines Loch im Wald, da kam ich dann rausgesprungen mit dem ersten Satz und eben in der Musik und bei der Premiere dieser Überschwang, die Aufregung. Mit dem ersten Satz war ich draußen und mit dem zweiten war ich wieder drin, weil ich vor lauter Freude gleich wieder zurückgefallen bin. Der zweite Satz war dann unter der Bühne sozusagen, niemand hat ihn gehört. Mit dem dritten war ich dann aber wieder zum zweiten Mal draußen und blieb Gott sei Dank in der Musik. Der aber Puck ist dir ja förmlich auf den Leib geschrieben. Fand ich auch. Oder? Also das Rolle. Hat mir so viel Freude. Das ist eine wunderbare Produktion. Hast du eigentlich deine Körperlichkeit, die ja einfach da ist und nicht zu übersehen ist, und du warst ja auch damals schon, also jetzt nicht so ein ätherischer, schlanker. Nee, war ich nie, war auch Hast du diese Körperlichkeit eigentlich beim Spielen ganz bewusst auch benutzt und eingesetzt? Na, man setzt das ein, was da ist. Da habe ich mir nie einen großen Gedanken gemacht. Also man guckt ja auch nicht dick aus sich raus. Ich weiß das jetzt gar nicht. Also mein Körper und ich, das ist eins. Und wenn ich jetzt nur so gucken würde, wüsste ich ja jetzt gar nicht, dass ich dick bin. Das muss ich wieder von Spiegel. Du bist doch auch gar nicht dick. Ich bin's natürlich. Nein, aber also, man macht das, was da ist. Kräftig. Ja, so. Nein, was da ist, wird einfach benutzt. Und ich kann das gar nicht sagen. Das ist nicht vorsätzlich, weder vorsätzlich angegessen noch vorsätzlich eingesetzt. Das ist einfach da. Du hast in Berlin auch mal im Theater am Kurfürstendamm Klassentreffen gespielt. Ja, in der letzten Produktion. Da hast du, du selber warst, glaube ich, nie auf einem Klassentreffen. Ich war noch nie auf einem Klassentreffen, nee. Ich war in vielen Klassen, ich könnte zu vielen Klassentreffen hingehen. Wie viele? Aber, ich weiß nicht, drei oder vier? Bestimmt drei, vier, fünf. Das sind sehr viele, ja. Ich war irgendwann ja unter meiner Schwester, die ist 2,5 Jahre jünger. Da war ich in der Klasse unter meiner Schwester. Das heißt, du hast es dann irgendwann aufgegeben? Nein, ich habe es nicht aufgegeben. Es war sehr simpel natürlich, als ich dann die mittlere Reife machte, war das, da musste